Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Ollis Radioshow hier bei O1, Ihrem Regionalsender für Oldenburg und umzu. Heute mit einem Beitrag über Fockys Weidenfest, Tatortstar Maria Furtwängler im Interview und der Skandal der letzten Tage, Klaus Baumgart teilt aus und verlässt den VfB Oldenburg. Dazu natürlich jede Menge Hitze und Comedy. Mein Name ist Oliver Rosenthal und ich bin verantwortlich für diese Sendung. Im Auftrag des NDR produziert das Studio Hamburg derzeit in Oldenburg, Friesland und im Ammerland einen neuen Niedersachsen-Tatort. Unter dem Titel Bauernopfer hat Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler wieder einen kniffligen Fall zu lösen. Ich traf die charismatische Schauspielerin in Wievielstede auf dem Hof Mommsen und da habe ich ganz nebenbei auch noch was über Aale gelernt. Können Sie ein bisschen was erzählen zum Tatort, zu der Handlung? Oh, da bin ich ganz schlecht. Da gibt es so eine herrliche Zusammenfassung und ich bin die schlechteste im Zusammenfassung der Filme. Ehrlich, da muss ich total passen. Ich glaube, es wird ein mysteriöser Film, weil er ist getragen davon, dass Charlotte Lindholm zu Beginn einen Unfall hat und danach nicht mehr weiß, ob die Dinge, die sie sich meint zu erinnern, von diesem Unfall wirklich geschehen sind oder nicht. Notabene lag da eine Leiche, die sie gemeint hat zu sehen, aber alle anderen sagen, Frau Lindholm, Sie sind irrefest gegen den Türholm geknallt. Und davon ist das Ganze getragen, von einer tiefen Verunsicherung von der Protagonistin. Und das ist ganz schön, so ein bisschen mysteriöserer Film. Und hoffentlich geht es auf. Wie lange drehen Sie hier in der Region? Können Sie noch ein paar andere Drehorte aufzählen, die Sie vielleicht besuchen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Sie sehen, wir sind hier immer irgendwo mitten in der Pampa auf dem Feld. Wir waren natürlich schon in Bad Zwischenahn, rechts und links davon. Und ich kenne mein Hotel sehr gut, den Gasthof Eiden. War auch schon im Casino, was ich sehr lustig fand, dass mitten in meinem Hotel ein Casino ist. Ich war, glaube ich, in meinem Leben erst zweimal im Casino. Und sehr viel mehr habe ich auch noch gar nicht gesehen. Immer nur die Drehorte und drehe jeden Tag von früh bis spät in jedem Bild. Und so verbringe ich hier meine Zeit. Aber was ich bisher so gesehen habe, ist spannend. Ich habe viel über Aale gelernt. Ich wusste nicht, dass alle Aale aus dem Saragossa-Meer kommen, dort gezeugt werden und die jungen Fische dann zurückschwimmen, fand ich so unglaublich, dass ich meine Regisseurin nicht geglaubt habe. Mögen Sie Aale gerne? Sagen wir so, ich sehe den Fisch jetzt mit einem anderen Blick. Ich mochte sie vorher nicht, aber jetzt finde ich das ein so faszinierendes Tier. Nur schade ist natürlich, dass die alle mittlerweile aus Polen kommen und gar nicht mehr hier gefischt werden, weil es viel zu wenige gibt. Wie lange dreht man überhaupt an so einem Tatort? Wie viele Tage sind Sie hier im Einsatz? So ein Tatort dauert ungefähr 5 Wochen, 23 Drehtage und davon drehe ich dieses Mal tatsächlich jeden Tag. Eine Frage noch, was fasziniert Sie an der Rolle? Warum spielen Sie den Tatort gerne? Ach, das war damals, ich habe das 2001 angeboten bekommen vom Norddeutschen Rundfunk. Das ist wie ein Ritterschlag, wenn man in Deutschland einen Tatortkommissar spielen darf. Es gibt wenig prestigiösere Rollen im seriellen Bereich. Und ich habe das Glück, sehr viel selber mitgestalten zu dürfen und diese Figur ganz stark also mit weiterzuentwickeln. Und dadurch macht es mir viel Spaß. Vielen Dank für das Gespräch. Maria Furtwängler steht derzeit in unserer Region für den neuen NDR-Tatort vor der Kamera. Die Dreharbeiten werden Ende Juli beendet sein. Der Sendetermin steht allerdings noch nicht fest. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.